Servus, moin Leute. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem Golf 4 die Drehregler für eure Heizung ändern könnt. So sehen die neuen aus. Die sind aus Alu und nicht mehr aus Plastik, wie die alten. Das Werkzeug, was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur eine Wasserpumpenzange, damit ihr die Regler nach vorne rausziehen könnt. Aber anpacken, abziehen, fertig. Merkt euch aber davor, in welcher Position die Regler waren, damit sie später wieder richtig einstecken können. In dem Schritt könnt ihr auch die Leuchten, die da drin sind, tauschen, wenn die bei euch defekt sind. Hier mit den alten Regler, VW Standard und das hier sind die neuen. Wir haben hier so eine kleine Markierung, damit ihr wisst, in welcher Stufe sie gerade eingestellt sind. Danach Markierung angucken, reindrücken, einmal ausprobieren, ob das mit dem Weichungswert passt. Passt wunderbar. Zwei, drei, vier, aus. Und der letzte. Perfekt. Wenn ihr weitere Vorschläge